Ich befinde mich gerade in meiner alten Wohnung und habe hier das Geschenk von meinem Freund fertiggestellt, weil er morgen in 30 Tagen, also in 31 Tagen 30 wird. Und ich habe mir gedacht, ich mache ihm einen kleinen Surprise, dass er jeden Tag ein Geschenk öffnen kann und an seinem Geburtstag nochmal ein separates Geschenk bekommt. Und somit habe ich ihm quasi einen Geburtstags-Adventskalender gebastelt. Und zwar habe ich aus Bechern eine 30 erstellt und das auf eine Leinwand draufgeklebt. Und in jedem Becher ist eine Zahl. Die sind nicht nach der Reihenfolge, sondern einfach wirr durcheinander. Und hier befinden sich 30 Geschenke mit Dingen, die er toll findet, liebt und alles. Und an jedem Geschenk ist eine Ziffer, wie zum Beispiel hier sieht man die 4. Und dann darf er an dem Tag die Zahl, die er zieht, halt das Geschenk öffnen. Genau, und das habe ich halt hier alles fertig gemacht. Das ist noch ganz praktisch, dass ich meine alte Wohnung habe dafür. Und gleich kommt ein Kumpel, der hilft mir, das in die neue Wohnung zu transportieren. Und dann wird mein Freund das natürlich heute schon sehen. Und ich glaube, das wird was ganz Gutes. Ich freue mich auch schon drauf und denke, er wird sich auch sehr darüber freuen. Good morning. Wir haben Samstag und ich bin immer noch leicht erkältet, seit über einer Woche schon. Aber es geht mir immer besser. Und heute starten wir auch mal wieder, dass ich über einer Woche auch mal wieder ins Gym gehe. Und ja, das ist es eigentlich auch schon wieder. Das Wochenende ist auf jeden Fall sehr important, denn am Montag hat mein Freund Geburtstag und wird Dirty 30. Und das wird natürlich gefeiert, auch wenn erstmal fürs Wochenende nur zu zweit. Aber ich freue mich trotzdem mega drauf. Und ja, jetzt macht er erstmal noch ein Geschenk von seinem coolen Kalender auf. Und dann schauen wir mal, was in den letzten drei Türchen jetzt noch so drin ist. First things first, erstmal ein Eiskaffee. Und ich habe mir zum Frühstück Snack ein Avo-Bread gemacht und ein Stück Käse. Ey, der stinkt so brutal, aber schmeckt sehr lecker. Und jetzt essen wir erstmal ein paar Toasties. Und dann muss ich in meine alte Wohnung fahren, den letzten Schliff machen. Letztes Wochenende, wo meine Erkältung anfing, habe ich da gestrichen und so. Das hat mir wahrscheinlich auch so ein bisschen Boden unter den Füßen weggerissen. Ich hätte mich eher mehr ausruhen müssen. Aber ja, und heute passiert der letzte Schliff. Das heißt, einmal die Wohnung nochmal durchsaugen und nochmal den Boden wischen an den Stellen, wo es notwendig ist. Und dann gebe ich am Freitag den Schlüssel ab. Es ist so crazy. Kann es immer noch nicht glauben. Aber ja, erstmal Kaffeegönnung. Also hier. Sehr schön. Thank you.
Man halt alles um 11 Uhr morgens so macht, um die Gain zu safen oder auch nicht, ist Snickers Eis essen. Schmeckt's ihn? Sehr gut. So, wir machen uns gerade ready for the gym und ich bin sehr excited, trainieren zu gehen. But first things first, wir brauchen unsere Lachgummis. I need a portion. Was heißt denn eigentlich Portion auf Englisch? Heißt das Portion? Hat sich gerade so richtig angehört. Portion. Das hat sich so richtig Portion. Boah, da habe ich eine Frage gestellt, wa? Ich bin froh, wenn unsere Küche endlich ready ist, weil Chaos pur, aber nur noch anderthalb Wochen. Also, was heißt Portion? Ich weiß es nicht, soll ich mal googeln? Ja. Jetzt lernen wir alle Englisch. Zwischendurch muss man auch mal welche naschen. Wo ist meine? Ich nasche noch welche. Tatsächlich Porschen. Boah, voll gut! Ja. Dafür, dass es geraten war? Ja. Bad. Okay. Let's go. Ich würde sagen, wir haben unsere Beine zerstört, oder? War es ein gutes Training? Ja, war es. Und jetzt gibt's erstmal, ich krieg's so dich auf, die guten alten Lachgummis. Wir sind wieder zu Hause. Ich war gerade fresh duschen und habe heute auch meine Haare gewaschen. Wir wollten eigentlich jetzt, es ist jetzt 6:30, ja, zu The Festival of Lights fahren, weil das ja seit gestern, glaube ich, in Berlin ist. Aber es ist so kalt und vor allem hat es auch ein bisschen geregnet und ich bin halt noch ein bisschen erkältet. Und dass wir es jetzt nicht riskieren wollten, dass ich mich wieder volle Kanne erkälte. Deswegen haben wir überlegt, dass wir vielleicht morgen Abend gehen, mal gucken, wenn das Wetter ein bisschen besser ist. Und machen uns jetzt einen gemütlichen Abend auf der Couch. Wir haben uns gerade die Decken geholt, zünden jetzt noch eine Kerze an, holen uns was zum Snacken und nachher mache ich dann noch Essen. Ich habe so ein cooles Rezept im Kopf und ich habe das letztens bei irgendwen gesehen gehabt und sogar bei meiner Lieblings-YouTuberin. Ich habe dich hier gerade offen, weil ich mir gleich ein Video reinziehen wollte. Und zwar ist es Gains by Brains, heißt sie, genau. Und ich finde, sie macht richtig, richtig coole Gym-Videos, erklärt generell Übungen mega, mega gut. Und da bin ich jetzt schon ganz schön gespannt auf das nächste Video. Und wie ist es, das vorletzte Geschenk zu öffnen? Unfassbar exciting. Und? 22. Das ist das hier. Bleibt das kleinste Geschenk tatsächlich für deinen Geburtstag? Ah, okay. Was haben wir da Schönes? Wir haben Bart-Shampoo und Bartöl. Yeah! Ich habe gerade bei McFit angerufen, weil der Plan war eigentlich, dass wir heute im Gold Gym trainieren gehen. Da habe ich mich heute Morgen ein bisschen damit beschäftigt, weil eigentlich, ich bin Premium-Mitglied und Markus ist langjähriger Kunde bei McFit und ist dadurch irgendwie schon Diamant-Mitglied oder sowas. Und deswegen können wir zum Beispiel im John Reed und High Five Studios und sowas trainieren.
Aber ich glaube, das kann man auch mit einer normalen Mitgliedschaft bei McFit. Und da stand auch Goldgym. Und ich hatte das damals so verstanden, dass ich auch zusätzlich im Goldgym trainieren kann und er auch. Und jetzt hatte ich irgendwie das nochmal gelesen und irgendwie stand das da nicht mehr so eindeutig. Also habe ich mich nochmal erkundigt und deswegen habe ich bei McFit angerufen. Es geht nämlich leider nicht. Es geht nur in bestimmten Studios von Goldgym. Und Berlin zählt dazu nicht. Und die haben in Berlin nur ein Studio. Voll sad, weil wir uns eigentlich mega drauf gefreut haben, in einem geilen Studio mal zu trainieren, wenn man das schon hat. Beim John Reed zum Beispiel, hier in Berlin waren wir auch schon mal in Kreuzberg. Und dann wollten wir jetzt halt mal ein neues ausprobieren. Aber gut, dann gehen wir ganz normal bei McFit trainieren. Mein Leg Day von gestern macht sich sehr bemerkbar. Ich habe Muskelkater des Todes. Und ja, ich werde jetzt auf jeden Fall einmal Fisch für heute Abend vorbereiten, weil eigentlich wollte ich gestern ein cooles Rezept machen. Aber ja, das ist nicht so ganz was geworden. Und deswegen mache ich das jetzt. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall erstmal der Plan, damit wir das heute dann nach dem Gym auch essen können. Möchte es unbedingt ausprobieren, weil das Rezept, ich will wissen, wie das schmeckt. Genau. Dafür brauchen wir Lachs. Wir haben uns jetzt ready gemacht und gehen jetzt wieder ins Gym. Leider nur ins McFit, weil, wie gesagt, das mit Goldgym nicht geklappt hat. Aber der Geburtstagsschokokuchen für Markus ist schon mal fertig. Und ja, das ist mein Look to go. Und drunter habe ich meine Gym-Klamotten. Und danach gibt es lecker Essen. Ich habe uns Essen gemacht und zwar gibt es heute Reis, Lachs, Gurken und Granatapfel. Und Markus hat gleich noch nie Granatapfel gegessen, ne? Und er ist sehr skeptisch, was das Essen angeht, aber er hat gesagt, mir zuliebe probiert das trotzdem und vielleicht überzeugt es ihn ja. Ich habe das Rezept auf Insta gesehen und fand es sehr geil und dachte mir, ich muss es recreaten. Also, live taste taste. Sehr sauer auf jeden Fall. Aber lecker, oder? Ja, doch, schmeckt. Ja, okay, gut. Immerhin. Ich probiere es jetzt mal auf. Sehr sauer, sagst du, ja? Mhm. Immer noch ein Stück Fisch dazu. Aber die Kombi ist geil mit Fisch noch. Bisher noch nicht. Nicht schlecht. Okay, wir lassen es jetzt schmecken. Und danach werde ich wohl zum besten Döner Berlins eingeladen. Mhm. Rührarm Döner. Rührarm? Heißt der? Da fahren wir jetzt extra hin. Und ich bin gespannt, wie der schmeckt, ob der wirklich so überzeugt. We will see. Das Ding ist riesig. Das hat sie nicht das erste Mal gesagt. Das hat sie nicht das erste Mal gesagt. Ihr wisst schon, dass dieser Part ins Video soll. Ja.
Ist gut, ja? Schmeckt. Das letzte Geschenk. Wer hätte es gedacht? Die 23? Na Mensch! Das Kleinste. Oh, voll gut. Ich habe mich jetzt ready gemacht und ja, hol jetzt Bagels, weil bei uns ist hier eigentlich quasi direkt um die Ecke ein Bagelladen, aber wir waren noch nie da gewesen. Und ja, ich wollte ihn jetzt halt quasi zum Frühstück mit Bagels überraschen, weil er gerade bei einem Kunden ist. Und dementsprechend habe ich gerade für einen Moment sturmfrei. Und dann kommt gleich ein bisschen die Fam kurz zum Kaffee und Kuchen vorbei. Und dann geht das Programm für seinen Geburtstag weiter, denn wir gehen heute ins My Wellness. Das ist halt so ein Wellness-Bar, wo man halt für sich ist. Und da habe ich für uns eine 4-stündige Session reserviert oder gebucht. Und ja, auf jeden Fall muss ich jetzt los, weil ich habe heute überhaupt gar kein Zeitmanagement. Er kommt in einer halben Stunde wieder und ich hoffe, ich bin dann auch wieder da. Child in Paradise. So, wir sind jetzt in unserer Suite angekommen und es ist so schön hier. Also erstmal kommt man rein und hat hier so eine Garderobe und ein Display, wo man sich seine Saunaausrüstung so raussuchen kann. Und dann kommt man hier rein und hier hinten, also hier hat man eine Sitznische, hier hinten hat man seinen Whirlpool. Dann hat man hier noch schöne Liegen, eine Dusche und hier ist tatsächlich dann die Sauna, die schon auf 85 Grad hoch geheizt wurde. Und ja, voll cool. Und das gönnen wir uns jetzt 4 Stunden. We are back home und es war so schön gewesen in My Wellness, also wir können es nur empfehlen, es war so schön dort 4 Stunden entspannen zu können und ja, genau, dann waren wir noch bei The Alley, das ist ein Bubble Tea Laden und haben uns ein Bubble Tea geholt und haben uns gerade noch Donuts geholt bei Brummy Balls, es gibt so geile Specials diesen Monat. Und ja, mal wieder richtig zugeschlagen. Muss ich auch mal was gönnen im Leben. So geil. Ich freue mich so drauf. Aber wir gehen jetzt gleich essen. Und nach dem Essen gönnen wir uns die. Und mega süß. Gerade war ein sehr guter Freund von Markus da. Und hat ihm sein Geburtstagsgeschenk gebracht. Und der hat einfach sowas hier gebastelt. Mit einer Krone drauf. Und Vorsicht 30, das finde ich mega süß. Mit ganz vielen Proteinriegeln und versteckt sind die ganzen Süßigkeiten. Genau, wir gehen jetzt zum Griechen. Ich freue mich mega drauf und wir lassen es uns jetzt erstmal gleich schmecken. Wir waren jetzt super lecker essen, oder? War lecker. Und laufen jetzt gerade nach Hause.
Und eigentlich würde ich an der Stelle auch schon den Vlog beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und würde mich freuen, wenn ihr liked, kommentiert. Und see you in the next vlog. Wollen Sie auch nochmal Tschüss sagen, ob es das kennt? Ja. Auf Wiedersehen.